Yo, was geht ab und herzlich willkommen zur ersten Folge von Highwaysion. Im neuen Jahr auf einem neuen Kanal mit einer neuen Frisur, mit der ich ein bisschen so aussehe wie ein Schwerverbrecher. Ich brauche eigentlich nur das da und so schauen. Kurz erkläre ich euch noch das Konzept von Highwaysion. Ich bekomme hier Aufgaben von einem Kumpel gestellt, die ich bewältigen muss. Ich würde mal sagen, let's go. Fangen wir mal an mit Aufgabe Nummer 1. Die da lautet: Nehme einen Song auf, der 0-10 macht und fühle dich dabei wie der größte Musiker des Jahrzehnts. Ja, Melodie kann ich einfach kurz machen am PC. Ich wollte eh mehr Musik dieses Jahr machen. So, fertig. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Text. Und in Lyrics bin ich nicht sehr gut. Deswegen nehmen wir einfach mal, oh, was für ein Zufall, diese Milchverpackung. Und schauen hinten drauf, was für Zutaten drin sind. Und schreibt daraus einfach die Lyrics. Und das fertige Endprodukt seht ihr jetzt. Brennwert 197, Fett 1,5 Gramm, gesättigte Fettsäuren 1 Gramm, Kohlenhydrate 4,9 Gramm, Zucker 4,9 Gramm, Eiweiß 3,4 Gramm, Salz 0,13 Gramm und das alles 100 Milliliter. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400 Kilojoule. Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlicher verkommener Natrium zurückzuführen. Nach dem Öffnen kühllagern und alsbaldig aufbauen. Mindestens haltbar bis siehe Oberseite. Fettarme, harmlich, ultra-hochreiz, homogenisiert. 1,5% Fett. Okay, alles klar. Machen wir mal lieber weiter mit der nächsten Aufgabe. Nämlich führe ein trauriges Gespräch mit überraschendem Ende. Und ich würde mal sagen, ist eigentlich eine nice Idee. Ich würde mal gleich loslegen. Let's go! Philipp, was ist denn Ihr Problem? Warum sind Sie denn heute hier? Ich weiß auch nicht warum, aber immer wenn ich meine Frau sehe, bekomme ich so einen unergründlichen Appetit auf Pommes. Und dann verspüre ich immer den Drang, sie umzubringen. Ich weiß auch nicht warum. Wissen Sie vielleicht, woran es liegen könnte? Interessant. Könnte es vielleicht etwas mit einem dramatischen Ereignis aus der Kindheit zu tun haben? Vielleicht diesmal, als Sie Ihr Kuscheltier viel zu früh abgeben mussten. Wie alt waren Sie da nochmal? Da war ich ungefähr 4. Und 20. Fuck, ich glaube, das ist meine Frau. Kevin! Run. Oh. So, Leute, da bin ich hier. Jetzt kann's weitergehen und... Kevin! Scheiße, ich heiß doch nicht mal Kevin. Oh, egal, let's go. Aufgabe 3 lautet: Mach einen Trailer für einen selbst erfundenen Horrorfilm. Und das klingt ja mal mega nice. Hab ich richtig Bock drauf. Und das Endergebnis seht ihr einfach mal. Macht euch gefasst. Jetzt. Let's go. Milch ist Gift. Ja. Ja, genau. Ich glaube auch. Peter, alles okay? Milch ist Gift.
Applaus für diesen Horrorfilm. Leicht verstörend, aber der nächste Steven Spielberg steht jedenfalls schon mal nicht hier. Weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Aufgabe Nummer 4 von 5. Zeige das letzte Projekt, an dem du gearbeitet hast und wow, zufälligerweise habe ich vor kurzem erst einen Werbespot gedreht für ein Schulprojekt. Und auf den bin ich mega stolz, zusammen mit einem anderen Kumpel und Special Effects hier mal. Krass. Und ja, ich würde euch mal zeigen, es war noch nicht ganz fertig, kommt noch was, aber schon mal nice geworden. Hier seht ihr mal. Navi, Navi, gehen wir zur nächsten Tankstelle. Und somit kommen wir zur Aufgabe 5. Geh an deinen Computer und google Swalix. Also für die Dummen nochmal gesagt, ich soll an meinen Computer gehen und Swalix googeln. Keine Ahnung, was es ist. Aber es hört sich sehr leicht an und ich bin froh über die leichte Aufgabe. Und ich gehe jetzt mal an meinen PC und google Swalix. Mal sehen, was rauskommt. Habe ich mir schon fast gedacht. So Leute, das war's jetzt mit der ersten Folge von Highwayschen. Ich habe mir was Nices ausgedacht, nämlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Aber wenn ihr bis hierhin geschaut habt und euch das Video super gut gefallen hat, gib mal einen Daumen nach unten, ich will es mal sehen und ist ja auch mal was anderes. Im Gegensatz zu den anderen YouTubern, die immer zum Liken auffordern, fordere ich euch zum Disliken auf. Und damit will ich mich auch verabschieden und sage, ciao.